Moin moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zu einem 39 Stamina Guide. Und zwar geht es diesmal um die Prison Break Insel, Prison Break Baroque Works heißt das Ganze, mit einem doppelten Year 3 Team. Wie gesagt, falls sich eine Free-to-Play-Variante finden sollte, werde ich das natürlich auch gleich in einem Video packen. Ich tüffel gerade so ein bisschen mit Seth bzw. Jeff rum, kommt drauf an, welchen Namen ihr davon kennt. Ist halt eine Free-to-Play-Unit, 2,5 mal ATK von Fighter-Typen. Das Problem ist einfach, dass ich da ein bisschen wenig Leben habe. Deshalb muss ich jetzt erstmal so ein bisschen auf das G3-Team gehen. Aber das ist auch relativ, wenn man G3 hat, dann hat man eigentlich schon das ganze Team zusammen. So, G3 ist logisch, als Captain Ability Fighter bekommt keine Abzüge durch die Insel selber. Dann Monster Chopper, auch free to play, ist ein Raid Boss. Auch da könnt ihr das Ganze, farmen. G3 ist ein exklusiver Rare Recruit Charakter, Monster Chopper könnt ihr farmen. Garp könnt ihr farmen, auch der ein Fighter Captain, sehr guter HP, sehr guter ATK. Das solltet ihr euch eigentlich merken. Ihr müsst einfach Leute mit sehr hohen oder mit, ja, hohen ATK und HP hier mit reinnehmen. Dann Nico Robin habe ich hier nur drinne wegen, also weil sie eine Int-Fighterin ist. Jeder andere Int-Fighter kann dafür auch ins Team gepackt werden. Ne, also ist eigentlich nur so nochmal so ein Sicherheitsnetz irgendwie, wegen Mr. 3, falls der kommt. Da braucht ihr den drinne. Dann sonst ist eigentlich relativ Wayne. Wie gesagt, Nico Robin könnt ihr auch durch hier eigentlich, ja, durch. Könntet ihr auch durch jemanden mit viel HP und viel ATK ersetzen, der nicht lila ist. Dann müsst ihr aber perfekt treffen bei dem, wenn der Secret Boss kommt, damit ihr nicht stirbt. Das ist so ein bisschen das Problem auf dieser Insel, die HP ist das große Problem. Deshalb gucken wir gleich mal, oder ich zeige euch das gleich mal. Wie gesagt, Chivas Marigold bekommt ihr durch die Story, auch da solltet ihr keine Probleme haben. So. Und ich würde gleich so sagen, wir gehen auf die Extra-Insel. Auf die 30 Stamina Extra-Insel habe ich schon abgeschossen. Ich muss auch die 5 und 10er für meinen Gem machen. Und am besten nimmt ihr natürlich noch einen Max, also einen Max Gear 3 mit. Dann nehmen wir einfach mal dich mit. Zack. Und jopp. So. Und ich würde sagen, wir gehen gleich in den Fight rein. Das hat bei mir bis jetzt immer funktioniert. Worauf ihr natürlich jetzt so ein bisschen nachgeben müsst. Ne? Ich kann jetzt mal ein paar Mal failen, weil ich jetzt wieder gerade von meinen, also jetzt gerade ohne am PC angesteckt gespielt habe. Das heißt, ich habe jetzt wieder diesen komischen Lag da drinne. Also, aber eigentlich sollte das alles funktionieren. Ich hoffe mal, dass ich das alles hinbekomme. So, also wie gesagt, das Prinzip ist halt einfach nur, treff dreimal perfekt, dann löst sich die Stage eigentlich von selber auf. Golden Pound müsst ihr ready haben bis zum Ende. Das heißt, meiner ist Special Level Max. Das heißt, ich muss hier nichts machen. Wäre euer zum Beispiel noch nicht Max, dann müsstet ihr ein bisschen stallen an dieser Turtle, die ihr eben gesehen habt. Aber sonst ist es nicht wirklich groß das Problem. So. Dann haben wir einmal die Stage hier. Auch hier könntet ihr wieder an der Turtle stallen. Wenn ihr Probleme habt mit eurem Golden Pound Cooldown, habe ich, wie gesagt, persönlich nicht, aber falls ihr ihn ohne Special Level oder halt noch nicht ganz Special Level Max habt, dann auch hier wieder die Zeit nutzen und dann, oh fuck, okay, da habe ich jetzt nicht aufgepasst, aber zum Glück habt ihr trotzdem noch viele Units oder viele Einheiten, die trotzdem Damage machen. Also wenn ihr zum Beispiel noch einen anderen Fighter drin habt, dessen Special ihr gerne ready habt, einfach an den Schildkröten hier stallen. Das ist einfach die beste Möglichkeit. Und ihr seht schon, G3 macht sowieso viel Damage. Ist einfach crazy, ne? Ich werde auch noch mal ein bisschen an einer G3, G2 Variante arbeiten. Aber als erstes kommt natürlich G3, G3 für den ganzen 30 Stamina Durchlauf und dann gucken wir mal im Endeffekt. Ja, also ich bin mal gespannt, was ich hier noch zu der Insel hinbekomme. Aber auf jeden Fall will ich halt wirklich, dass es die meisten Leute schaffen und nicht nur die mit G3. Deshalb will ich mich definitiv noch auf einen Free-to-Play-Guide konzentrieren. So, auch hier ist es relativ simpel. Wie gesagt, killt einfach alles und falls ihr Golden Pound oder falls ihr denkt, dass ihr Golden Pound nicht ready bekommt, stallt an den ganzen Einheiten hier. Also stallt an den Einheiten, die nicht einen Cooldown von 1 haben. So bekommt ihr gut eure Runden zusammen.
So, natürlich habe ich hier so ein bisschen das Auto-Targeting jetzt genervt, aber ist nicht wirklich schlimm. Wie gesagt, wir können ein bisschen Damage nehmen, einfach weil wir auch genug Leben haben, einfach um den Preemptive von dem ersten Mr. 2 auszuhalten. Und beim zweiten sollten wir gar keinen Damage bekommen. So, wie gesagt, wenn ich jetzt mal ein bisschen leiser bin, jetzt ist schon der erste, das ist jetzt der Preemptive, das ist der einzige Schaden, den wir von dem bekommen werden. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Also, wie gesagt, wenn ich jetzt mal ein bisschen leiser bin, dann liegt es daran, dass ich mich konzentriere, dass ich wirklich die Perfekts hitten will. Und nicht irgendwie, weil ich, was weiß ich, bin, weil ich vergessen habe, dass ich aufnehme oder so. Weil sonst passiert nämlich sowas hier, dass ich nicht die Perfekts treffe und das wollen wir natürlich nicht. So. Okay, natürlich misse ich jetzt. Bestes Beispiel. Das nehmen wir noch den Vorführeffekt. So, wenn wir das so einmal hätten. Aber ist nicht wirklich schlimm. Wie gesagt, ihr habt viel. Mit dem Team hier habt ihr viel. Ja. Massig Spielraum mit eurer HP. Da passiert nicht wirklich was Großes. Bei Mr. 3. Falls Mr. 3 als Secret Boss kommt, solltet ihr das Ganze auch noch aushalten. So, hier ist das jetzt schon ein bisschen wichtiger, dass ihr relativ gut trifft. Denn das, die hier haben natürlich alle einen Combo-Counter und ihr wollt eigentlich nicht mehr als einen stehen lassen. So, zack, das Ganze überlebt ihr noch. So, und dann seid ihr eigentlich, wie gesagt, wenn ihr jetzt euren Golden Pound habt, seid ihr eigentlich ready. Ist nicht wirklich groß, jetzt noch was ich noch treffen könnte. Wie gesagt, ich habe in der Runde davor mich treffen lassen, also ich habe mich relativ oft treffen lassen. Und trotzdem kommen wir hier relativ safe durch. Ne? Also, auch wenn ihr noch nicht so gut seid im G3-Treffen, solltet ihr relativ gut hier durchkommen. So. So, Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Und ihr seht schon, die bekommen wir ganz gut weg, selbst mit dem Defensive-Buff, den er hier rausknallt. Weil wir einfach so viel Damage machen. Weil wir einfach mit der G3, 3er Perfekt-Kombo so viel Damage machen, dass wir im Endeffekt, jede Verteidigung durchbrechen, so. Jetzt haben wir hier nur noch Mr. 2 am Laufen in seiner Prison-Uniform, also in seiner Gefängniskluft, und das sollten wir relativ schnell durchbekommen. Jetzt ist der Verteidigungsbuff weg, ups. Und jetzt ist er gleich down. Und so einfach geht das Ganze. Wie gesagt, G3, eine sehr, sehr gute Einheit allgemein. Und wie gesagt, jetzt bekommt er die Leben nicht abgezogen. Ist im Endeffekt ein bisschen knapp geworden, aber ich habe mich auch ein paar Mal zu oft treffen lassen. Wie gesagt, das war so ein bisschen der Vorführeffekt, ne? Aber mit dem Team geht das sonst relativ einfach. Vor allem, wenn ihr treffen könnt. Wie gesagt, falls ihr euch von dem ersten Mr. 2, also sozusagen auf der Zwischenstage, da nicht treffen lasst, dann habt ihr eigentlich keine Probleme und dann kommt ihr hier locker mit relativ viel Leben auch noch am Ende raus. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, das Guide hat euch gefallen. Wie gesagt, falls ihr noch irgendwas anderes sehen wollt, ich werde auf jeden Fall jetzt an einem Free-to-Play-Guide arbeiten, aber ich wollte jetzt erstmal einen G3-Guide raushauen für die Stage. Es ist schwieriger, als ich gedacht hätte, vor allem, weil es noch nicht so gute oder nicht so viele Free-to-Play Captains gibt für Fighter-Charaktere. Wie gesagt, wir haben viele, viele gute Rare Recruit, wir haben zum Beispiel, wir haben Amule, wir haben Bippo ist auch nicht schlecht, falls ihr den habt. 1,5 zu allen Stats von Fighter-Charakteren ist jetzt auch nicht so schlecht, aber okay. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, mit welchen Teams ihr das Ganze macht. Ich setze mich jetzt nochmal an einen Free-to-Play-Guide ran. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn! Und ciao!